Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 4 eigentlich von Gabbage. Also Folge 4 wird es werden, aber ich habe das Spiel definitiv nochmal gestartet, weil wir den Skilltree ja nicht mehr aufkriegten. Und deswegen denke ich mal, fangen wir gerade nochmal an. Wir haben das Spiel jetzt schon ein bisschen kennengelernt und das vielleicht auch ein bisschen besser, dass wir unseren Charakter dann weiter voranbringen. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns das Ganze dann an. Ruckeln kann ich leider nicht ändern. Liegt irgendwie daran, dass das Spiel halt über Proton läuft und nicht dafür Linux optimiert ist. Wir sehen uns gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Wir können ja erstmal den Loot hier einsammeln. Glas und Plastik. Papier. Flasche, Blech und keine Ahnung, was das letzte ist. Leider zeigt er mir das auch nicht an. Hier sind ein paar Schuhe drin. Hier sind Kartoffeln, Gurkensamen, Wasserflasche und China. Nehmen wir alles. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles erstmal erledigt. Jetzt haben wir hier was. Wähle ein Gebäude, okay. Da können wir ja unser Gewicht heben machen. Allerdings bin ich gerade tendenziell am Überlegen, ob wir nicht besser. Können wir das hier auch auswählen? Ach nee, kann man noch nichts auswählen wohl. Gut, dann machen wir Gewicht heben als erstes. Bauen wir das. Wir wählen ihn aus und wir wählen die Stange aus. Dann kann er erstmal aufbauen. Garbage-Inversion kommt irgendwann. So. Trainiere deinen Charakter, bis er müde ist. Das ist halt das Tutorial sozusagen. Und jetzt bauen wir ein Bett. Bauen wir da oben ein Bett hin. Dann nehmen wir unseren Charakter und gehen schlafen. Und dann ruht er sich wieder aus. Okay. Dach über den Kopf hat er sozusagen. Ist nichts Besonderes, aber geht erstmal. So. Jetzt ist er ausgeruht, kennen wir ja. Geh mit deinem Charakter schlafen, bis er ausgeruht ist. Ist erledigt. Baue eine Dusche. Do-it-yourself Straßendusche. Haben wir. Füge Wasser hinzu. Haben wir. Jetzt wählen wir unser Mannequin aus und gehen duschen. Jetzt schicken wir den zum Duschen. Sehr gut. So, schicke deinen Charakter zum Duschen. Haben wir gemacht. Jetzt kommt da einer. Doppelklicke zur Auswahl. Und was haben wir hier? Schneller Schlag. Kampf. So, jetzt müssen wir kämpfen. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Oh shit, wir sind K.O. gegangen. Jetzt müssen wir einen Charakter trainieren. Jetzt muss er erstmal wieder fit werden. Naja, das war jetzt schon mal nix, ne? Also Geschicklichkeit haben wir jetzt hier eine 1 stehen, die wir vorher nicht hatten, ne? Okay, er macht seine Übung da, ist aber sofort müde. Und dann kannst du erstmal pennen gehen. Muss er wieder ausruhen. Und kommt hier der nächste. Erst in 2 Tagen, da sollten wir ein bisschen was geschafft haben. Regnen tut es, ist auch nicht so dolle, aber sollst du machen. So, dann gehen wir wieder trainieren, weil wir sollen jetzt Level 2 erreichen. Weil ganz lange dauert das nicht mehr.
So, Level 2 erreicht. Lerne einen neuen Skill und füge ihn zu deinen ausgewählten Skills hinzu. So, da ist es. So, nach einer Fähigkeit, die du lernen kannst, klicke dann erneut auf die Fähigkeit, um sie auszuwählen. Sprengender Tritt oder zerschmetternder Schlag? Schaden 4 bis 7, Schaden 5 bis 8. Energie 6, Energie 5. Geschwindigkeit einsehen, Abklingzeit 3 Sekunden. Also hier habe ich vielleicht mehr die Möglichkeit, das zu machen, ne? Kann ich noch einmal oder was? Nee, ne? Okay, da gibt es noch viel mehr. Haben wir Skillpunkte? Sehe ich die irgendwo? Nee, hier ist kein Skillpunkt mehr drunter. Auch bei den anderen ist kein Skillpunkt mehr, oder? Ah, der scrollt durch, alles klar. Dann ist das erstmal erledigt. Das bedeutet, er macht hier, nee, er geht erstmal schlafen, weil er keine Kraft mehr hat. Okay, lerne einen neuen Skill und füge ihn zu deinen ausgewählten Skills hinzu. Achso, da muss ich hier nochmal was machen, wa? Also. Ach, jetzt verstehe ich das. Man muss da den dahin machen dann, oder? Ja. Melee Style spawnt in der Mitte von allen Charakteren, erhält 10% Schadensbonus. Okay, das ist was Spezielles. Dann haben wir das schon geschafft. Rüste einen Gegenstand aus deinem Inventar aus. Tasche? Ich muss die Schuhe anziehen. Super. Haben wir. Gehe mit deinem Charakter schlafen, bis man ausgeruht ist. Habe ich getan. Allerdings möchte das Spiel, dass ich das normal mache, oder was? Ne, will er nicht. So, dann machen wir Gewicht heben und da ist schon der Wert runtergegangen und dann kann ich schlafen gehen, dann komme ich hier auch vorbei. Bekämpfe deinen ersten Gegner. Ja, das werde ich dann irgendwann machen. Dafür müssen wir noch trainieren. Erkunde die Welt. Vor Ort. Ich kann nur zu Electric Avenue. Bekämpfe deinen ersten Gegner. Da gibt es eine Szene im Proton, die wir nicht sehen können. Dieser fette Bauch bringt mehr, weiß ich was. Wir können da erstmal reingucken. Da kriegen wir Loot. Sehr gut. Ist hier noch irgendwo was? Ne, erstmal nicht. Hier am Ofen. Es ist nichts drin. Dann sitzt da einer. Etwas Klänge für einen Veteranen übrig. Hier haben wir noch einen. Bob, dieser furchtbare Gesang vergraut alle meine Kunden. Ah. Rapunzel, nee, Rapunzel. Singt immer wieder diese beschissene Song für mich. Ich hasse es, hasse es, hasse es. Okay. Ich glaube, dann ist das jetzt hier so angedacht, dass ich hier wahrscheinlich die Roten nehme. Prinz Rodeo, weißt du, wer du bist? Du fasst nicht meinen Müll an. Und jetzt geht's zum Kampf. Den auswählen und kämpfen. Ja, schade, ne? Das hat nicht so geklappt, oder? Doch, hat doch geklappt. Ich habe gewonnen. Ich krieg eine Blume und Essen. Okay, und es gibt hier jetzt neue Sachen. Es ist nichts drin. Dann nehmen wir alles. Und dann nehmen wir natürlich auch alles. Jetzt hat er hier eine Aufgabe. Bob, ich versuche hier meinen Hotdog zu verkaufen. Diese singenden Landstreicher und seine Freunde sind im Geschäft nicht gerade zuträglich. Sobald meine Kunden diese Partner sehen, überqueren sie die Straße. Kannst du mir annehmen? Ja, kann ich natürlich. Und was hat Rapunzel jetzt? Das mit dem Blumen, ne? Ja, genau.
Das Kleingeld? Nö, jetzt muss ich den jetzt loswerden. Und da geht's wieder zum nächsten Kampf, ne? Jetzt bin ich natürlich hier total schlecht dran. Kann ich den auch abbrechen? Ja. Das bedeutet, wir gehen erstmal nach Hause pennen. Weil das bringt so nichts, das weiterzumachen. Er isst schon mal was. Und wir gehen schlafen, damit wir ausgeruht sind. Weil so wird das nichts werden, ne? Ja, Essen hat er gerade gemacht, passt. Schlafen, alles ist gut. Kann er da nochmal hin? Wohl nicht. Ich würde jetzt gerade nochmal einmal trainieren. Ach, da müssen wir ihn wieder auswählen. Trainieren wir einmal. Gehen dann schlafen. Unser Wert ist jetzt natürlich noch nicht auf 100% hier. Level 2 haben wir schon. Er geht automatisch schlafen, das ist schon mal gut. Okay. Ist die Frage, ob ich die da schaffe. Das ist Hygiene, okay. Sättigung. Ja, ich könnte weiter trainieren, ne? Vielleicht ist es sogar besser so, bis ich hier einen höheren Wert habe. Erstmal fit werden. Er geht wieder schlafen. Ja. Was macht denn unser Fenster hier? Okay, einmal noch. Dann könnte es sein, dass wir dann Level Up haben. Gehen wir üben. Geh trainieren, los, zack, zack. Wir haben ja so Sachen gefunden. Können wir schon was weiteres bauen? Mit genügend Ressourcen? Ah, das können wir bauen, dann machen wir das doch. Jetzt macht er erst Gewicht heben, das ist auch gut so. Und er hat ein Level Up. Gehen wir auf den Skill Tree. Und sie haben eine Chance in mehr niedrige Energie. Das ist so ein passives Ding. Was haben wir hier noch? Ah, da geht noch nichts. Ach so, wir haben jetzt das trainiert. Dann können wir auch das nur auswählen. Okay. Hier gibt es ein Level-Up sozusagen von. Was haben wir hier? Sprengender Tritt. So, dann kann ich jetzt hier den aber nicht dahin machen. Das geht jetzt ab Level 4. Das heißt, ich mache den jetzt dahin, ne, oder? Den habe ich weggenommen und den mache ich jetzt dahin. Ja, genau. Okay, dann wollen wir schauen, wie wir weiterkommen. Das sah jetzt schon nicht schlecht aus. Wir haben jetzt 20, da sind wir auch gerade hochgesetzt worden. Und die Matte wäre wahrscheinlich das Blaue, während das andere eben grün war, ne? Was ich da bauen konnte, den Boxsack, der ist grün, genau. Aber der geht ja noch nicht. Können wir denn hier noch was bauen? Ein Essenstopf, den können wir bauen. Das macht vielleicht Sinn, weil wir auch zwischendurch mal vielleicht Hunger kriegen, ne? So, und er ist dreckig, glaube. Das ist das Symbol hier vom Hygiene, ne? Ja. Okay, er macht sich dann nochmal fit. Ah, 13 Stunden ist hier die Garbage-Invasion dran, ne? Wir müssen gleich die Hygiene hochkriegen erst. Lassen ausruhen und dann duschen gehen. Macht Sinn, oder?
So, dann mal zur Dusche. Damit wir nicht unangenehm riechen. Die kostet tatsächlich hier keine Energie. Die Gavage-Invasion, die machen wir noch mit. Trainieren fällt gerade flach, glaube ich. Okay, er geht aber trainieren, was ich jetzt nicht so dolle finde eigentlich. Gehen wir lieber nochmal schlafen, dass wir fit sind, wenn die kommen. So, er ist fit. Feuerstelle. Fackel. Ja, da kann man ja nichts bauen hier gerade. Ah, da ist die Invasion. Die nehmen wir jetzt noch mit und dann ist die Folge auch voll. Ah, der hat 18, wir haben 20. Das bedeutet, wenn es gut läuft, können wir das mal erreichen. Ja, dass wir was schaffen, ne? Okay, und noch einen. Dann haben wir ihn. Wunderbar, wir haben es geschafft. Wir haben ihn K.O. geschlagen. Wir haben Papier gekriegt, ich glaube 2. Können wir jetzt hier das dritte machen? Ne, da fehlen uns jetzt 4 Kunststoff noch, wenn das Kunststoff ist. Gut, ausruhen gehen. Aber, wie gesagt, wir machen jetzt erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Vorschau. Ciao.